kurz zu einer neuen Folge Tell My Why. Also ich muss kurz die alte Folge benennen. So. Ab geht die Blöffer. Hast du vor deiner Abreise aus Fireweed was geraucht? Die Tür ist gleich da. Ich weiß, wo die Tür ist, Mädelchen. Verschlossen. Naja, gut, dass ich daran gedacht habe. Ist das der richtige Schlüssel? Klar. Vielleicht hat jemand das Schloss ausgewechselt. Wer würde sowas denn machen? Keine Ahnung. Wir sind aufgeschmissen. Gibt's einen Plan B? Ja, wir kommen anders rein. Keine verschlossene Tür kann die listigen Kobolde aufhalten. Ja, wir kannten doch Millionen Wege rein und raus. Einer davon muss funktionieren. Die listigen Kobolde. An die habe ich ewig nicht mehr gedacht. Oder sollte ich sagen, an uns? Wir waren fast öfter Kobolde, als dass wir Kinder waren. Oh, erinnerst du dich an all die anderen Wesen? Die Mondhexe, den Eiskönig, den alten Bären? An die meisten schon, ja. Aber nicht mehr so genau. Hey, weißt du, wo das Buch mit all den Geschichten ist? Nein, keine Ahnung. Wenigstens steht die Hütte noch. Ja, aber ich will nicht darüber nachdenken, was da drin alles lebt. Tja, besser lebend als tot, was? Igitt, ja. Kümmern wir uns später darum. Es gibt anderes zu tun. Es ist fest verschlossen. Unfassbar, dass sie noch hier sind. Ja. Verstecken wir sie, damit sie mit... Weißt du noch, wie wütend sie war, wenn wir nicht den Kompost benutzt haben? Und sie wusste genau, wann wir gelogen haben. Verschwende nichts oder sag dem Planeten leb wohl. Sesam, öffne dich. Lass mich raten. Abgeschlossen. Ja. Kennst du noch andere Passwörter? Honigtau? Nö. Bringt nichts. Das kann ich auch nicht öffnen. Macht nichts. Wir finden einen anderen Weg rein. Wenigstens brauchen wir die jetzt nicht. Zum Glück. Weißt du noch der Schneesturm von 2004? Marianne... Irgendwelche Vorschläge, wie wir jetzt reinkommen? Wir haben als Kinder immer unter dem Haus gespielt. Ja, und all unsere Koboldschätze dort versteckt. Es gab eine Luke, oder? Die zur Wäschekammer führt? Na klar. Ich hoffe, die ist nicht zu klein. Brauchst du Hilfe? Nein, es geht schon. Okay. Wenn wir das Brett aus dem Weg schaffen, kann ich mich vielleicht durchquetschen. Wir brauchen also was, um es aufzustemmen. Es ist festgeschraubt. Ich brauche einen Schraubenzieher. Nein, du hast recht. Willst du da wirklich raus? Nein, du hast recht. Oh, da kam wohl jemand zu Besuch. Lustig. Ich erinnere mich gar nicht an die, als wir Kinder waren. Bestimmt hat unsere Mutter ihnen eine Heidenangst eingejagt. Ja, so wie jedem anderen auch. Brauchst du schon eine Pause, Ronan? Nee, ich setz mich nur. Und genieß die Aussicht.
Jetzt mal ernsthaft. Wie geht's dir? Müde. Ich hab nicht viel geschlafen. Ja, kaum zu glauben, wie wir damals immer rumgerannt sind. Stundenlang, ohne Pause. Ja. Immer auf der Flucht vor einem Troll. Oder auf Schatzsuche. An Fantasie hat es uns definitiv nicht gemangelt. Mary Ann auch nicht. Diese eine Sache hatten wir alle gemeinsam. Selbst am Ende. In jener Nacht hat sie eine neue Geschichte erzählt, oder? Die war komisch. Die Bank hat sie gebaut, oder? Wenn du mich verjagen willst, um einen Platz zu kriegen, vergiss es. Nein, ich weiß noch, wie wir hier alle zusammengesessen haben. Ich schlief ein und wachte mit steifem Nacken wieder auf. Ich erinnere mich nicht, dass wir irgendwo mehr als ein paar Sekunden saßen. Das klingt heutzutage echt anstrengend. Wir sind einfach nur alt. Zumindest bleiben uns noch ein paar Jahre, bevor wir... So alt wie Sie sind. Na komm, genug ausgeruht. Gehen wir rein. Okay. Unfassbar, dass sie noch hier sind. Ja, verstecken wir sie, damit sie möglichen Käufern keine Angst einjagen. Wenigstens steht die Hütte noch. Ja, aber ich will nicht darüber nachdenken, was da drin alles lebt. Tja, besser lebend als tot, was? Igitt, ja. Kümmern wir uns später darum. Es gibt anderes zu tun. Weißt du noch, wenn wir Spielzeug im Sand verloren haben, dachten wir, der wilde Jäger hat's gestohlen. Marianne verwöhnte die Vögel immer. Sie konnte besser mit Tieren als mit Menschen. Das kann ich nachvollziehen. Also das sieht mir nicht nach grüner Energie aus. Nicht, dass sie das Geld für Solarpaneele gehabt hätte. Keine Biber. Schade. Ein Foto hätte beim Verkauf geholfen. Ja. Stadtleute lieben süße Pelztiere einfach. Im Herzen der Tierwelt. Aber die Isolierung rühren sie nicht an. Voller besonderer psychotischer Erinnerungen. Geister inklusive. Für alle, die schon immer paranormale Ermittler sein wollen. Yep. Yep. Wir sollten damit Geld verdienen. Wie konnte sie mit dem Ding auf den Straßen hier fahren? Ja, ich warte noch auf unsere... Okay. Hier sollte irgendwas Brauchbares sein. Hey, ich sehe einen Schraubenzieher. Jetzt müssen wir nur noch reingehen. Warte, ich... Ich fühle mich gerade so seltsam. Picobello ist. Oh. Jetzt kriege ich schon zum millionsten Mal Ärger und das nur wegen dir. Du und deine große Klappe. Du hast doch dasselbe gedacht. Du warst nur zu feige, was zu sagen. Was wird das auch bringen? Sie hört uns doch sowieso nie richtig zu. Ich schreie es ihr lieber in ihr blödes Gesicht, als stumm wie ein Fisch zu sein. Mist, Schlüssel vergessen. Wir müssen ihn zurücklegen. Vielleicht verstecken wir ihn irgendwo. Nur so, aus Spaß. Die Kobolde sollen der Prinzessin helfen. Keine Streiche spielen. Du bist langweilig. Ich will nur nicht, dass es ihr noch schlechter geht. Wow. Ist das eben echt passiert? Weiß nicht. Ich hab's auch gesehen. So fühlte es sich an, als wir unsere Gedanken teilten. Mit unserer Stimme. Ja, stimmt. Aber das waren wir vor 10 Jahren, oder? Ich kann mich kaum daran erinnern. Glaub schon. Und, das ist neu, oder? Ja. Wir teilten Gedanken und Gefühle, aber Erinnerungen konnten wir noch nie abspielen. Wie kommt es dazu?
Und wieso die Erinnerung? Ich weiß nicht. Das ist gruselig. Komisch. Aber die Stimme war immer gut. Das vielleicht auch. Ich spüre wieder etwas. Bei der Scheune. Ja, ich mich auch. Beeilung! Gehen wir zum stummen Frosch. Ich komme. Was? Hör auf zu schmollen. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Tut es dir nicht. Okay, dann willst du wohl nicht sehen, was in der Schatzkammer versteckt ist. Was? Oh, doch, das will ich. Jetzt wissen wir, wo wir suchen müssen. Wir müssen uns nur daran erinnern, welcher der stumme Frosch ist. Nein, hier nicht. Also, wer von euch versteckt den Schlüssel, hm? Hier ist nichts. Verdammt, wo ist der Schlüssel? Wirklich? Spaß. Oh, komm schon. Okay, sorry. Danke, dass du nichts verraten hast, Kumpel. Wo kommt die Kiste her? Sieht brandneu aus. Von mir ist sie nicht. War vor kurzem jemand hier? Heute ist Hubbin. All die Mühe für einen Schraubenzieher? Hast du eine bessere Idee, wie wir reinkommen? Vögel gehören belohnt für all die Jahre als Hauswächter. Danke für euren Einsatz, kleine Freunde. Sicher, dass du da rein willst? Das war unser erstes Versteck, weißt du noch? Wer weiß, was jetzt da unten lebt. Alles okay da unten? Tyler? Oh, das ist nicht lustig! Warum muss ich dann lachen? Okay, schön. Aber du bist ein Idiot. Alles klar. Diesmal gehe ich wirklich rein. Okay, wir sehen uns gleich bei der Eingangstür. Autsch! Alles okay? Was ist passiert? Ich habe mir blöd den Kopf gestoßen. Warte. Wo bist du? Ty. Ich bin draußen. Aber ich höre dich in meinem Kopf. Die Stimme ist zurück. Heilige Scheiße. Drachen, voraus. Nach links, glaube ich. Dann nach den Kobolden wieder links. Wow. Hätte echt nicht gedacht, dich nochmal zu sehen. Es ist lange her, Kumpel. Nö, es war rechts. Mein Fehler.
war unser Schatz. Das ist nur mit Pink. Es musste immer Pink sein. Unser alter Drache. Tch. Aber die Flügel wurden wohl gestürzt. Ruhe in Frieden, tapferer Vogel. Am Schatz vorbei. Geradeaus. Also, ich war beinahe davon überzeugt, dass unsere Stimme und der wilde Jäger. Warum macht mir sein Name immer noch Angst? Er entsprang Marianne's Feder. Die gruseligen Wesen kamen von ihr. Du hattest recht, hier ist nichts. Natürlich. Wo muss ich hier lang? Ich hätte Gold geholt. Nicht mal im Traum.
komme. Alles okay? Ich überleb's. Schön, deine Stimme zu hören. Ja, ebenso. Also, kommst du rein oder nicht? Ich arbeite dran. Tja, da wären wir. Da wären wir. Also, wo fangen wir an? Wir entscheiden, was wir behalten, was weg kann und sehen, was wir noch so in diesem Haus finden. Das war's mit der Folge. Tschüss!